Jeder Handgriff macht die Spastik noch schlimmer. Die kriege ich nie wieder auf. Nie wieder. Und wie oft soll ich meinen Kopf noch im Waschbecken unter eiskaltes Wasser halten? Nee, ich. Und die Gusche ist ganz trocken und der Mund völlig aufgerissen, weil ich gerne mein Essen zerlege, ganz klein kaue. Was derzeit nicht geht, dann muss ich das unzerkaut runterwürgen, wie so ein Hund, und das Sodbrennen wird. Ach, schlimmer, ich krieg's nicht hin. Komm raus, du Arschloch. So, und wer jetzt glaubt, ich kann die noch, der ist links sogar besser. Ich kann sie nicht öffnen, keine Chance. Nummer 10, yeah! Kriege ich jetzt irgendeinen Trostpreis? Ja, ich habe die Zahn mitgenommen. Ha, 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 erst mal andenken. Das Thermometer kann mir erzählen, was ich will. Gefühlt habe ich jetzt 38,6 Grad. So fühlten sie sich nämlich an, wenn ich diese Temperaturen erreichen konnte. Und so waren dann die Ausfälle. Genial. So mache ich Wasser in mein Glas fürs Aspro. Das ist bescheuert, oder? Bin ich nicht aufgenutzt und werde tatsächlich gerade fetter und fetter und fetter und fetter. Das Material für 54 sprengt schon den Rahmen eines Filmes. Das würde schon für zwei Filme reichen. Ich freue mich echt. Aber mein neuer Computer ist da und er soll eine super High-End-Maschine sein. Ich bin gespannt. Sebastian meinte gestern Abend, es sei draußen zu still geworden. Ich traute dem Braten nicht, wartete auf Mitternacht, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. Kein Hahn war zu hören. Nein, nicht so weit weg. Wohl? Nein. Doch. Ich muss ja Überdosen schaffen. Ja. Ich muss auf die Fuhr. Ich muss jetzt rein. Ja. Nase. Ah, ah. Okay. Nee, links bringt nichts. Links ist nichts. Ich hab so Kopfschmerzen. Aber das ist eher, weil du total verspannt bist im Tag. Du musst doch reagieren. Ja, komm. Die 4 Wochen im Jahr, die machen Braten fett, ne? Meinst. Ja, die Schnur ist scheiße. Das ist zu wenig. Das. Außer, dass ich so scheiß Krallen dran hängen bleiben. Pass auf, dass ich das nicht irgendwo einbaue. Kennst du dich bei den Akkus noch aus, die da auf der Bank lagen? Waren die geladen? Ja. Die auf der Bank waren geladen? Ja. Und die auf dem Tisch? Ja. Was?
waren nicht geladen. Aber ich habe die meisten geladen. Da, das ist fürs Handy? Mhm. Fetti muss aufstehen. Ja, yeah, ich hab's geschafft. Mach mal was mit. Das Klammeraffchen tranken oder von einem Murmeltier so. Scheiße. Ich, danke. Ist das bei Sekundär auch möglich? Nach Jahren? Ob es nicht andere Medikamente gäbe, sie fing an aufzuzählen. Das macht das, Ocrevus ist wie Skilenia. Das Einzige, was es für mich gäbe, wäre Tysabri und ich drauf, ja, Tysabri war cool. Und schneller als ich geantwortet hatte, kam ein kategorisches Nein, weil ich ja diesen JVC-Virus habe, der dann durch Tysabri definitiv eine Hirnentzündung auslösen würde. Ich habe den Namen vergessen. Effektin. Aber des Weiteren noch, dass veränderte Geschmackswahrnehmung, verminderter Speichelfluss, trockener Mund, zudem meine ich, Achtung, die nächste liebevolle Kurzbeschreibung, meine Happy Hippo-Tabletten, noch dafür sorgten, dass der Appetit auf Null geschraubt würde. Das läge daran, dass die meisten Medikamente Acetylcholine enthielten, die dafür sorgten, dass die Transmitter für Muskelbewegung, Muskelkontraktion, vor allem unwillkürliche, hemme. Darum ist es in vielen MS-Medikamenten enthalten. Definitiv im Leorosal, Baclofen, meinem Standardkrampflöser seit über 24 Jahren. Sicherlich auch in den Inkontinenztabletten. Ich nenne sie liebevoll Pipi-Tabletten. Und so weiter und so fort. Die Mundtrockenheit, definitiv ein Produkt vom Venlafaxin. Also, das tanzen manche eigentlich nicht, aber da muss auch irgendwas dran sein, eine Brombeere. Was hast du hier? Deinen Topf, ja, das lange.